Oida, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mit einem neuen Segment. Nach Tati Tutorial und Barisch zu dein Deck gibt es jetzt ein neues Segment mit mir, Hong. Und zwar haben hier aus unserer Gegend in München ein paar Kinder angefangen. Wollen auch mit YouTube durchstarten. Deswegen habe ich mir gedacht, überliefere ich mal meine Weisheiten. Hoffe ich, kann ich denen helfen. Aber gönnen würde ich es denen nicht. Die sollen leiden, so wie ich. Den harten Weg, aber für alle Zuschauer da, die jetzt zuschauen, habe ich ein paar Tipps, falls ihr auch überlegt, mit YouTube anzufangen, mit Yugi-Tubing. Dann gebe ich euch mal meine Weisheiten wieder. Also ich mache das mal so, als würde ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, einen neuen Channel starten. Schritt für Schritt, was würde ich machen, dies, das. Also heute fangen wir an. Wenn ich jetzt neu anfangen würde, was würde ich als erstes drehen? Das erste Video, was ich auf den Channel hochladen würde, das gebe ich euch jetzt weiter, weil viele laden einfach irgendwas hoch und man sollte sich überlegen, das erste Video ist halt sehr wichtig eigentlich, das zeigt einfach schon die Richtung, in die man gehen will. Und falls ich jetzt einen neuen Channel aufmachen würde, sagen wir mit Tati, komplett neuer Channel, und wir die Schatten einfach alle rausschmeißen würden, dann würde ich jetzt zum Beispiel eine Art Vorstellungsvideo machen, die Mitglieder vorstellen und was halt geplant ist, was man alles für Videos erwarten kann, wer man ist und sowas, woher man kommt und sowas. Da zeigt sich dann auch zum Beispiel, also viele YouTuber, Yugi-Tuber vor allem, es gibt welche, die zeigen sich vor der Kamera und es gibt welche, die zeigen sich nicht vor der Kamera. Und das kann man in dem ersten Video dann auch schon direkt festlegen, direkt sehen, zeigt man sich vor der Kamera, zeigt man sich nicht vor der Kamera. Also das ist perfekt dann wissen die Zuschauer, was man erwarten kann, wie das ablaufen wird, wer einfach den Channel jetzt führt und so weiter. Und am Anfang, wenn ihr die ganzen Videos macht, am Anfang habt ihr ja keinen festen Plan, so wie wir jetzt, die ganzen Segmente und so, das müsst ihr alles aufbauen. Und alle neuen Zuschauer werden zurück auf dieses erste Video immer wieder gehen, um sich ein Bild von euch zu machen. Deswegen, dieses erste Video ist besonders wichtig. Und YouTube hat auch diese Funktion, dass ihr bestimmte Videos festlegen könnt, die neue Zuschauer immer sehen, wenn sie auf euren Kanal gehen. Und da ist es halt perfekt, wenn ihr halt dieses Video, dieses Vorstellungsvideo immer dort festlegt. Deswegen mein Tipp für euch, fangt an mit diesem Video. Sind wir alle im Bild, Nico? Macht euch nicht so viele Sorgen, was für Videos ihr alles drehen könnt. Fangt mit dem an und baut alles darauf auf. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe, die Jungs, über die wir reden, werden diesen Tipp befolgen. Sie haben schon ein paar Videos in Planung, aber noch nichts hochgestellt. Und ich denke mal, das ist echt ein guter Tipp. Das sollte man als erstes bedenken, sollte man als erstes hochladen. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, also wir haben noch verschiedene Ideen. Es werden noch ein paar Folgen, noch viele Folgen kommen, aber das ist, glaube ich, erst einmal perfekt für die erste Folge. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen oder Ratschläge oder Tipps oder sowas habt oder Fragen für dieses Segment, schreibt es unten in die Kommentare. Fangt an mit eurem eigenen YouTube-Channel, macht uns Konkurrenz. Oben an der Spitze ist es echt einsam. nur so wird man noch krasser, wenn Konkurrenz lebt, ja, dadurch wird man krass. So ist es. Und bis dahin leidet nicht. Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.